So, ihr könnt euch mal jetzt einen Trainingsraum ein bisschen entspannen und ich denke mal, wir bereiten dann gleich schon den Angriff auf Nemesis vor. Ihr erbeutet eine Hühnerfarm. Kann weg, weil jetzt alle schon wieder alle in die Richtung rennen. Ihr solltet lieber euch mal entspannen gehen. Ihr erbeutet eine Werkstatt. Ich erbeute hier oben alles Mögliche. Ein Casino. Ihr erbeutet eine Bibliothek. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal, wer hat gerade nichts zu tun? Zwölf Salamander. Ah, das klingt gut. Ah, das klingt gut. Zwölf Salamander. Salamander, die ich ein bisschen heilen sollte. So, hier nehmen wir dann das Gebiet ein und von da aus kann ich mich dann durchbuddeln. So viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Soll er sich einen suchen? Jetzt werfen wir mal alle Salamander in... Nein, nicht im gegnerischen Dungeon. Wäre zwar lustig, aber... können wir leider nicht. So, und dann reißen wir die Brücke wieder ab. Denn die brauchen wir dann jetzt auch nicht mehr. Wir sind kurz davor, Nemesis zu eliminieren. Ich denke mal, damit könnten wir ruhig anfangen. So, Horny kann schon mal loslegen. Und da drin etwas aufräumen. Und ich schmeiß schon mal alles, was ich sonst noch so habe, hinterher. Ahne. Und Horny ist sogar schon beim gegnerischen Dungeon-Herz.
Na, ich denke mal, solange Horny sie einigermaßen ablenkt. Da haut Horny jetzt leider schon wieder ab. Aber wir haben genug Mana, um ihn noch einmal rufen zu können, vielleicht. Der Gegner erobert euer Portal. Ist halb so wild, wir stehen schon im gegnerischen Dungeon Herz. Und prügeln fröhlich darauf ein. Das war's also mit Nemesis. Ihr habt einen gegnerischen Krieger besiegt. Schaut her, die ganze Familie liegt euch tot zu Füßen. Ihr Imperium zermalmt unter euren Stiefeln. Seid stolz, denn die Nachricht über euren Sieg wird sich durch das ganze Land verbreiten. Ja. Wir haben Nemesis besiegt. Und holen uns einen Portalstein. Sehr schön. Okay, keine neuen Räume, hätte mich auch gewundert. Endlich muss ich auch Nemesis eurer überwältigenden Macht geschlagen geben. Nun bleibt nur noch das Königshaus selber übrig. Ihr habt euch sehr gut geschlagen, Keeper. Ich habe noch nie einen so guten Taktiker gesehen. Naja, das, was er jetzt gerade Taktik nannte, war eigentlich... Okay, es war ein bisschen Taktik, weil ich ja von hinten angegriffen habe und erstmal seine Söhne ausgeschalten habe und all das, aber... Am meisten war es einfach nur eine riesige Horde von Salamandern und einem anderen Viehzeug in seinen Dungeon reinzuwerfen. Aber ja, wir haben unseren Konkurrenten ausgeschalten. Den letzten gegnerischen Keeper, ein für alle Mal. Jetzt haben wir es nur noch mit der Königsfamilie zu tun. So wie er gerade gesagt hat. Sehr schön. Oh, und wir sind sogar ziemlich weit oben in der Wertung. Aber ich gebe natürlich keinen Namen ein. Demnächst stehen hier gar keine Namen mehr. Aber gut. Eure schwere Mission ist fast erfüllt. Aber wo sind die Prinzen? Ich bin sicher, wenn wir sie fangen oder töten können, wird König Reginald keine andere Wahl mehr bleiben, als zu kapitulieren und euch sein Königreich zu übergeben. Wartet mal. Ich bekomme gerade eine Nachricht, dass die Prinzen im Protektorat Butterkeks gesehen worden sind. Macht schnell und unterbindet jeden möglichen Gegenangriff von Seiten Reginalds. Protektorat Butterkeks, ja. Die Namen in Dungeon Keeper sind teilweise ziemlich komisch. Aber gut. Gucken wir mal, was wir hier haben. Protektorat Butterkeks. König Reginald hat die drei königlichen Prinzen ausgeschickt, dieses Land zu bewachen und ihn zu warnen, wenn das Böse sich anschickt, es zu erobern. Die Prinzen kennen gemeinsam das Geheimnis des Portaljuwels. Bekehrt die drei zu unserer Sicht der Dinge, dann werden sie gerne ihr Geheimnis mit euch teilen. Wenn einer der Prinzen aber stirbt oder zu den Truppen seines Vaters entkommt, ist das Geheimnis des Portaljuwels für uns verloren und wir werden niemals das sonnendurchströmte Königreich der Helden sehen. Okay, er hat es gerade nochmal erwähnt, unser Hauptziel ist es, an die Oberfläche zu kommen. Deswegen brauchen wir ja die Portaljuwelen. Und diese Mission hier klingt schon etwas happiger.
Aber jetzt, bevor ich damit anfange, jetzt dem Video, was jetzt gerade nach der letzten Mission kam, das war schon etwas fragwürdig. Sind eigentlich alle die Videos, die hier so kommen, obwohl einige schon lustig sind. Aber gut. Legen wir mal mit dieser Mission los. Mal gucken, ob wir sie in den Sand setzen oder ob wir es auch wieder schaffen. Tristan, Felix, Balder, meine geliebten Söhne. Ich muss euch auf eine Mission in unser Nachbarland schicken. Haltet dort Wacht und berichtet es mir sofort, wenn ein Keeper des Bösen dort sein Unwesen treibt. Und behaltet alle drei das Geheimnis des Juwels für euch. Wenn einer von euch in Gefahr kommt, kehrt sofort zu mir zurück. Mutig sind die Prinzen, die über das Reich ihres Königs wachen, doch ihr Mut wird ihr Untergang sein. Eure Aufgabe besteht darin, alle drei Prinzen zu fangen und dafür zu sorgen, dass sie sich auf unsere Seite schlagen. Die Jungen dürfen weder sterben noch durch ein Heldentor entkommen, was sie versuchen werden, sobald einer von uns verfolgt wird. Also, ans Werk. Okay, das klingt schon mal nach einer ordentlichen Aufgabe. Erst einmal kurz umgucken. Wir haben hier ziemliches viel Gold außenrum, sehe ich gerade. Ob das reichen wird, ich hoffe es mal. Wir haben bereits eine Folterkammer und einen Kerker. Und auch eine Schatzkammer. Also bauen wir erst einmal einen Schlafsaal. Hierhin. Ja, der dürfte groß genug sein. Oder eine Hühnerfarm. Hierhin. So. Dann graben wir uns am besten von hier hinten an das Gold ran. Ich denke mal, das erste, was wir machen sollten, sind diese Heldenportale finden und sie irgendwie absichern, dass die Prinzen nicht entkommen können. Das wäre so der erste Schritt, der mir einfallen würde. Den wir machen sollten. Der zweite Schritt wäre dann eben die Prinzen finden, gefangen nehmen und sofort bekehren, wenn wir sie haben. Nicht irgendwie lange warten, bis wir alle drei zusammen haben, sondern jeden von ihnen bekehren und dann irgendwo sicher verwahren. Hier kommt zur Not eine zweite Hühnerfarm hin. Bibliothek und Werkstatt würde ich in ein und dasselbe reinbauen, obwohl, naja doch, wir brauchen eine Bibliothek. Würde ich dann hier oben reinbauen wahrscheinlich. Werde ich auch gleich mal machen, die Bibliothek bauen.